Der Tiergarten Schönbrunn freut sich auch dieses Jahr wieder riesig über eine Aufzucht der nördlichen Felsenpinguine. Wir im Tiergarten haben das europäische Erhaltungszuchtbuch dieser Tiere. Das heißt, wir sind verantwortlich für die Zucht, koordinieren die Zucht und verteilen dann auch die Küken in die 8 verschiedenen Zoos innerhalb der europäischen Zuchtgemeinschaft. Zusätzlich beinhaltet das, dass wir auch den Rescue-Plan aufstellen, das heißt den Notfallplan. Was passiert in der Wildbahn bei einer Umweltkatastrophe? Wie reagiert die Menschheit darauf? Und wie werden die Tiere versorgt und eventuell in Zoos untergebracht? Wir befinden uns momentan im Polarium, wo die nördlichen Felsenpinguine zusammen mit den Königspinguinen leben. Der Besucher kann momentan die Brut der Felsenpinguine beobachten. Das heißt, die Pärchen sitzen auf ihren Nestern, wo die Küken momentan gerade schlüpfen. Einige von den Küken sind jedoch schon herausgenommen worden und werden zweimal täglich gewogen. Letztendlich kommen die Tiere, die Küken, dann in den Kindergarten, wo sie zweimal am Tag von uns versorgt werden und gewogen werden. Thank you.